Freitagabend, 19:30 Uhr, Lohmühle, Flutlicht ist an. Gibt eigentlich auch nichts Schöneres, oder? Nee, vor allem wenn es dunkel wird und dann das Flutlicht hier scheint. Also Lohmühlenfußball, einfach schön. Ja, erzeugt auch immer eine besondere Atmosphäre. Lohmühlenstimmung ist hinlänglich bekannt, in der Regionalliga Nord zumindest einmalig, meiner Meinung nach. Und auch das wird sicherlich ein Faktor sein, wenn es vielleicht ein bisschen brenzlig wird, dass diese junge Bremer Mannschaft natürlich auch so ein bisschen gegen die Stimmung und gegen das Publikum anspielen muss. Auf jeden Fall eine interessante Variante, die da gewählt wird. Die will doch nicht selber schießen, doch. Oh. Holla die Waldfee, der geht an die Latte. Und ich weiß nicht, ob man das über die Außenmikrofone gehört hat. Ein Raunen geht hier durchs Stadion. Ja, bisher, bis auf die eine Halbchance oder die Standardsituation durch Löden, der VfB ist ja noch nicht in Aktion getreten. Aber nichts. Caritasch. Guter Ball. Oh! Hundertprozentige für Trinkgut. Den lässt er normalerweise nicht liegen. Fackler ist jetzt auch kein Leichtgewicht. Der kann da schon ganz gut mithalten. Ja. Das mit 17, ja. Nicht umsonst auch ein Profikader, der Werderaner. Heute mal nach unten ausgeliehen. Pfosten. Mein lieber Mann, Yannick Ehlers war das mit der 7. Herr Kirschke absolut machtlos gewesen, da sehen wir es nochmal an der Zeitlupe. Schöner Abschluss aus dem Winkel. Wie siehst du die erste Halbzeit aus deiner Sicht? Es fielen eigentlich nur die Tore, oder? Ja, Werder viel. Oh, noch schöner Ball jetzt auf Trinkgut. Ah. Das wäre es ja fast nochmal gewesen. Ich wollte dich schon ein Fazit ziehen lassen. Ja, Tor von Yannick Löden fehlt auch noch. Der hatte bisher noch nicht so das Glück. Körperlich natürlich prädestiniert die besten Voraussetzungen für ein Standardtor. Aber erstmal gucken in die andere Richtung. Uiuiui. Ui. Hätten vom Tor wegzuschlagen und nicht mit Schnitt rein. Das ist Tor für den VfB Lübeck! Und natürlich muss es ein Standard sein, Tommy Gruppe! Co-Produktion! Ich glaube, Yannick Löhn war zuerst am Ball. Der macht den Ball scharf. Und dann ist es Tommy Gruppe, der sich da stark durchsetzt. Halbjubel würde ich gleich gerne nochmal sehen. Wird uns jetzt eingespielt. Stark gemacht. Das gibt es doch nicht! Und da ist Yannick Löden! Der VfB ist ein Standard-Weltmeister, das ist ja unglaublich. Ja, quasi genau die gleiche Variante hier beim 1-0. Der Ball wird dann auf die erste Pfosten gespielt und diesmal ist Löhn direkt da. Ja. Brauchst keine Verlängerung, sondern der Ball ist direkt im Tor. Ja. Ja, Olli, und sowas ist natürlich als Kommentator für mich jetzt auch balsam für die Seele. Wir gucken gleich nochmal. 61. Spielminute, das Tor zum 2-0 von der VfB. Und wieder ja. Nicht zu verteidigen in dem Fall. Und ist ein Man of the Match heute, Yannick Löhn? Ja, alleine anhand der Zahlen kann man schon ablesen, hat das Spiel maßgeblich beeinflusst. Ja, und jetzt nochmal ein Fehlpass da von Thiel. Ball geht nach außen. Und das Tor. Eieiei. Haben wir hier zu früh den Deckel drauf gemacht? Ungefähr das undankbarste, was einem hier am Kommentatorenpult passieren kann, schon ein Fazit zu ziehen und ein bisschen abzuschweifen. Und Schiedsrichter Alexander Herbers hat anscheinend Spaß hier. Dem gefällt es gut im Stadion an der Lohmühle. Geht's weiter. Puh, einmal kräftig durchatmen. Aber auch das ist Fußball. Ein sicher geglaubtes Spiel, was der VfB kontrolliert hat, mit einer Unachtsamkeit nochmal spannend gemacht. Sei es drum. Am Ende sind es auch 3 Punkte für den VfB Lübeck.
Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.